schön, wie sich alle so stumm einig sind, dass sie alle in eine Richtung fliegen. Zum Boss. Ach, und das wäre so einer, der stundenlang braucht, um zu landen. Macht eigentlich der Spinning Crane Kick vom Monk viel Schaden, wenn du drauf geskillt bist. Ist sehr stark. Das ist halt den Standard auch hier bestimmt, oder? Ja. So, und hier zum Beispiel, weil wir jetzt hier halt einen Boss haben, ist das nicht. Hier würde jetzt normalerweise vorne in der Mitte ein riesiger Boss stehen. So wie vom Winterportal. Der droppt einfach nicht. Das heißt, kacke ist. Der ist jetzt gerade kein Kuppel, der in den Winterportal. Jetzt hätten wir mal einen Tisch gestellt. Maximilian von Nordheim. Das ist ein geiler Krieg. Ich kann eigentlich direkt auf Gadgets haben, drauf zu fliegen. 3%. Gadgetzahn. Zeit, ihrem Boss den Schnurrbart zu zupfen. Schnurrbart. Alles in seiner Tasche gehört mir. Das ist ja Geronimo Röder. Geronimo Langfogger. Aber der Spruch, den er da gesagt hat, wo ich angekommen bin, der war in dem Fall noch geiler. Sieht auch aus dem Nichts aus. Nee, auf nichts aus. Beschütz mein Camp Kreppel. Nee, wie deine Schwiegermutter. Was? Ja. Bei mir hat er gesagt, beschütz mein Kreppel. Gut, das war Phase 3, da habe ich glaube ich nicht drauf geachtet. Aber in Phase 1, also als ich hier gerade angekommen, hat er gesagt, beschütz mein Kreppel. Oh. Halleluja. Ich laufe. Also kannst du dich ja nicht retzen bis eben. Nee. Ah, der Geisthaler ist hier gleich. Du verwirrst dich. Ach, du mit Waffen. Er hat mich aus der Stadt gekickt, die Sau. Ist das überhaupt ein R? Ja. Ich muss näher ran. Ich meine, habe ich noch nicht gekriegt. Höllwitz geschmiedeter Helm. Yeah. Oh, ich muss meine. Ich hatte noch die Krone von Ragnaros an. Vom Level 100 Ragnaros. Sieht das Ding hässlich aus. Was? Mein Helm ist hässlich. Der Lederhelm? Der Lederhelm sah ganz geil aus. Puss machen. Ach, das ist der Lederhelm? Ich dachte, das wäre. Ach nee, es gibt noch einen, der so ein bisschen mehr nach Centurio aussieht. Das ist, glaube ich, der Kettenhelm. Der sieht kacke aus. Der hat schon irgendwie Stil, aber. So, wir sind hier fertig, ne? Nächstes Event dann in einer Stunde. Wollte ich mich jetzt noch erst nehmen. Musst du jetzt. Kannst du jetzt auch machen, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, weil ich ja meine Tränke auf meinem Druiden habe, komm mal mit deinem Dämoniker. Also eigentlich, naja. Ist ja egal, mit wem du kommst, du kannst auch mit dem Dämoniker kommen. Komm mal mit dem Dämoniker gleich. Alles klar. Weil das ist ja accountweit. Von daher macht das mehr Sinn. Können wir ja gleich ausnutzen, den Vorteil, dass du einen Dämoniker hast. Was für Lehren bringt der Kommandant? Echt ganz viel Gulasch. So, was fehlt mir noch bei meinem Krieger? Das
Problem ist, der hat so viel Müll an, so aufgewerteten Levelkram, der blau ist, wo ich jetzt nicht sehe, was was ist. Savannah sieht auch zum Ladebildschirm so kacke aus. Wie so eine blonde Bimbo. Bimbo nicht im Sinne von dunkelhäutig, sondern Bimbo im Sinne von pinke Barbie. Blond. Doof. Sperrt euch bei den Amis, wenn ihr den Missbegriff ist. Guck mal, was Blinkspann für mich hat. Holy shit! Elektronischer Schild. Boah, nee, ey, das Papier-Zeppelin-Set verkaufe ich direkt, bevor ich wieder später 8 Millionen Zeppeliner im Moment habe. Weg damit. Schönen Tag auch. Jetzt die Frage: gibt es im Internet eine Karte, wo alle Doomsayer sind? Wahrscheinlich nicht. Na, wobei, die heißen einfach Weltuntergangsverkünder. Ich guck mal bei WoW. Andratz. Also einer ist hier direkt am... muss nur... Ah ne, du musst diese Geistersicht machen. Hat das Cooldown? In 3 Sekunden. Das ist keiner. Das ist keiner? Quatsch ihn mal an. Nee. Hat der noch eine zweite Dialogoption? Nee. Einer müsste hier an der Bank irgendwo sein. Ja, hier. Nehmen das raus. Lidari Malfurian. Was ein Name. Ist das ein Kerl oder eine Olle? Was du da spielst. Ein Kerl. Das ist bei Nachtelfen ein bisschen schwierig. Du kannst gleich wieder. Hier Allianz. Du bist ja. Ich würde gerne weiter. Wie geht das? Die WoW. Nee, ist auch keiner. Gut. Super, weiter. WF. Einer müsste noch am... Ja, hier. Ich habe gleich die Karte. Hoffentlich. Da! Ha! Hier sind 4. Siehste. Achso, wir müssen wieder warten, ne? Auch keiner. Warum wundert mich das nicht? Einer ist hier draußen irgendwo. Ist jetzt die Frage, wo genau soll der sein? Ach hier, nehmen wir den so lange. Wenn das einer ist, nicht anquatschen, ich flieg schon mal zum nächsten. Der nächste ist hier irgendwo. Hier. Wie darf ich helfen? Na Schnucki, wie wär's mit uns beiden? Kannst du Dämonen aufspüren machen? Also so oben an der Karte? Hier ist kein Dämonjäger, der alle absucht. Ich glaube, mit Dämonen aufspüren vom Jäger geht das. Oh, ich werde angewispert. Moment. Ich gehe mal ein bisschen Ärger machen. Level 41er, mach mir nicht assi. Ey, nicht mich, greif sie an!
Oh fuck. Das ist gefährlich! Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist schlimm. Achso, ich muss meine Stapel von schwacher Geist umpimmeln. Übrigens, hier von dem Typen wird der Karren auch als Dämon angezeigt. Wo ich hier gerade bin. Du musst... Der nächste ist... im Magierviertel da an diesem Turm. Da, wo die Portale drin sind. Ach so, als Dämon verstehe ich dann auch die Sprache hier gar nicht mehr. Das ist ja cool. Ah ne, der hat Zwergisch geredet. Schon gut. Steck mich jetzt mit einem Baum. Oh, keiner. Der nächste ist bei den Illidari da irgendwo in der Nähe. Mann, was wollen denn diese ganzen Stormwind-Wachen von mir? Geht weg! Hat auch nix? Nee, warte mal. Achso. Ich war einfach nur so. Ich verstehe. Nö, das war trotzdem nichts. Das waren jetzt die drei Magierviertel, ne? Ich hab zwei Magierviertel. Am Turm und das bei den Illidari. Na, und der da am Verlies. Ja, genau. Das sind drei. Vor der Kathedrale. Oh, hier ist eine nackte Blutelfe. Das war ein verwandelter Menschkrieger. Oh, gefährlich. Sucht ihr was Bestimmtes? Hi, Allison. Ich hab dir lieb. Der hier hat ein Hijai-Bärenjunges namens Dieter. Swixi! Nö, auch nichts. Hinten links hinter der Kathedrale. Schnell!